Hi, seid gegrüßt zu einem weiteren Video und zwar zu Sanctum 2 heißt das Spiel, glaube ich. So, wenn ich es ja richtig vorlese, heißt es Sanctum 2. Jedenfalls habe ich mir das Spiel erworben in Steam. Es kostet ungefähr 13 Euro. Ich habe es mir da geholt. Das ist ein Power Defense Spiel. Da zockt man quasi, man muss eine Base verteidigen und es kommen andauernd Gegnerwellen auf einen zu und man muss halt quasi die Base versuchen zu verteidigen, nicht dass die Gegner die Base überrennen. Und es macht eigentlich ganz viel Spaß, finde ich das Spiel. Mir persönlich macht es viel Laune, deshalb will ich mal es anzocken mit euch und euch mal das Spiel vorstellen, was man hier so alles machen kann. So, da fangen wir hier mit der ersten Mission an quasi. Das ist hier das Tutorial-Level, hier ist die erste Mission. Zwischendurch kommen immer hier so kleine. In der Ladezeit kommen also kleine Texte, wo man sich halt die Geschichte durchlesen kann, was die Charaktere da so alles machen. So, das sind die hier, wie ihr sehen könnt, die fünf Charaktere. Einmal diese Tussi hier, die hat so quasi mit Maschinenpistolen ist die unterwegs. Dann gibt es einmal die hier, die hat so eine Art Bazooka an der Schulter. Dann gibt es einmal hier diesen Simon, diesen Roboter, das ist ein DLC-Charakter, der hat irgendwie so einen Sniper dabei, keine Ahnung. Dann gibt es einmal den Typen hier, läuft sowas ähnlich wie eine Shotgun rum. Dann einmal hier, das ist auch ein DLC-Charakter, die hat sowas wie eine Armbrust. Ich spiele am liebsten mit diesem Charakter hier. Man kann jetzt jeden Alright, Charakter let's anklicken do und dann this. das Aussehen auch verändern. Man kann es hinten sehen. So, Ready ich to klicke fight. mal alle durch. Dann könnt ihr euch mal die Charaktere Yes. ansehen. So. Ja. Alright then. Sind eigentlich ganz cool gezeichnet. Let's Die hat fight. kein Aussehen leider. Nur eins, ich zock eigentlich mit der hier. Okay. Also man hat eine Hauptwaffe, die kann man nicht verändern. Vielleicht kann man das später irgendwann im Laufe der Zeit verändern, aber man sieht hier einen Schloss davor, man kann sie nicht verändern. Und es gibt hier andere verschiedene Waffen, die schaltet man halt frei mit Level. Also diese Waffen, die man hier freischaltet, kann man bei jedem Charakter jeweils auswählen. Und ja, dann gibt es hier noch diese Türme, die man mitnehmen kann. Ich habe hier einmal so einen Laserstrahl, einmal was ein bisschen verlangsamt, dann so Minen, die verlangsamen und so ein Geschütz. Dann gibt es hier noch so Verstärkungen, die haben verschiedene Perks quasi, wo du deine Waffe halt stärker machen kannst und so ein Scheiß. Kann man auch natürlich verändern in. Es gibt ganz viele davon, wie zum Beispiel, dass du Heilung kriegst oder was weiß ich, wenn du Gegner auf den Kopf springst, dass der Damage nimmst und Zeugs. Ich will auch nicht zu viel labern. So, jetzt machen wir mal auf Akzeptieren und dann starten wir mal direkt eine Runde. Okay, Sanctum. no worries. So, ihr seht schon, das ist das Spiel. Man zockt das quasi in einer Ego-Shooter-Sicht. Und man kann hier diese Dinger hier, wie man sieht, alle anklicken und man kann sie mit der rechten Maustaste quasi verschwinden lassen und quasi auch aufbauen. Quasi man, ihr seht hier zum Beispiel, hier würde der Gegner jetzt langlaufen und versuchen hier, das Ding muss ich beschützen, diese Kugel. Jetzt würde ich hier so ein Ding vorbauen und schon läuft der Gegner hier so lang. Wird auch angezeigt, wo der Gegner lang läuft. Ich würde dann hier quasi noch Teile verbauen. Okay, this might work. So. Ihr seht, in der Mitte kann ich hier quasi noch drei Dinger aufbauen. Und ich würde sagen, ich baue die Dinger hier auf. Eins hier. Und eins würde ich hier aufbauen. Und dann kann ich mir quasi hier noch so ein Geschütz hier aufbauen. Jetzt kommt das Geschütz hier runter und dann, wenn die Gegner vorbeikommen, macht es kabumm, halt es feuert halt eine Runde. So, mit Enter bestätigen wir halt das Match und dann kommen schon die Gegner. So. Mit der linken Maustaste kann ich jetzt zum Beispiel so einen Schuss abfeuern wie so eine Rakete, dann zerplatzt der Gegner und dann kann ich auch nachladen mit der Enter-Taste. Und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt hatte, dann lade ich das quasi auf und dann schießt das automatisch auf den Gegner. Ja, ganz cool gemacht. Ich habe auch noch eine zweite Waffe. Die hat so einen Laserstrahl. Und schon haben wir die erste Welle geschafft. War auch relativ easy. Ist ja auch die erste Welle. Eins von
2, wie ich gerade sehe. Ich habe mich gerade vertan, tut mir leid, ich muss mal kurz das Spiel beenden. Ich habe mich nämlich vertan, ich bin nämlich nicht auf Kampagne, ich bin in unendlicher Welle drin gewesen, tut mir leid. Geht auch relativ flott, ich beeile mich. Spiel starten. Einstellung. Also verzeiht mir das, aber ich wollte jetzt hier nicht unendlich Wellen machen. Spielmodi, Kampagne. Wenn ich hatte so eine Modi, ist, die Wellen wären gekommen ohne Ende, bis ich dann halt verloren hätte. Also, Modi haben wir ausgewählt. So, schnell wieder rein. Sonst wären die halt unendlich gekommen, dann hätte ich mich da stundenlang aufhalten können, weil ich natürlich unbesiegbar bin. Also die Gegner hätten keine Chance gegen mich. Nein, Quatsch, die hätten mich schon irgendwann überrannt, auf jeden Fall. Okay. So, akzeptieren. Jetzt mache ich das mal noch schnell hier. So wie es gerade hatte. Tower here, tower there. So, einmal da ein. Nein, ich glaube, das ist hier. Okay, this might work. Man kann also quasi alles wieder abbauen, was man schon gebaut hat. So. Dann bauen wir mal hier noch ein Geschütz hin und so starten. Jedenfalls gibt es noch hier die Laserwaffe, die ich erzählen wollte. Die macht ja so also einen Laserstrahl. Und mit der linken Maustaste macht sie diesen Laserstein, mit dem rechten schießt sie so einen Schuss, der durch alle Gegner durchgeht und andere Gegner trifft quasi. Also jetzt, wenn hinter dem noch einer wäre, dann hätte der Gegner auch den Schuss abgekriegt. Also ein Strahl, der halt durch die Gegner geht. Dann kann man auch natürlich noch mit der linken Maustaste quasi die Geschütze aufrüsten. Quasi man hat oben, jetzt seht ihr oben rechts, habe ich die Punkte, da stehen 275 Punkte. Die kann ich hier zum Beispiel zum Aufrüsten von der Waffe, die macht dann mehr Damage und Reichweite verlängert, also der Schuss, wie weit die zielt, etc. Noch 25, dann hätte sie die Waffe ein Level up. Machen wir dann halt nächste Runde. In der Zeit bauen wir hier noch ein paar Dinger hier hin, damit die Gegner hier halt langlaufen. Und die kommen ja hier angelaufen. Dann will ich, dass die hier nicht da langlaufen, sondern hier langlaufen. Das baue ich mir so Dinger auf. So eine Barriere, dass die Gegner halt nicht da langlaufen, sondern hierher. Latschen. So, keine Towerbase mehr. Jetzt jedenfalls laufen die Gegner jetzt quasi so, dann da und dann hier lang. So. Dann drücken wir jetzt mal auf Enter und die nächste Welle kommt. They're here. So, das Spiel macht auf jeden Fall keine Laune mit mehreren Leuten. Man kann das bis zu 4 Playern vorzocken. Das ist ganz schön cool. Also mit Freunden zu zocken und so, dann macht bestimmt Laune. Also wenn ihr ein paar Freunde habt, dann holt euch das Spiel, kostet nicht viel. Hat sich gereimt. Holt euch das Spiel, kostet nicht viel. Und dann machen wir hier ein Upgrade noch. Die Dinger sind ganz cool, weil. So, jetzt achtet mal drauf. Jetzt mal tue ich hier noch 25 rein. Jetzt ist die Waffe Level 2. Jetzt hat sie mehr Kabums. So, da kann ich hier noch quasi die Waffe aufleveln. Machen wir das gleich mal. Ach, schade, nicht gelangt. Das ist so eine Mine. Und die Mine erzeugt das, dass wenn ein Gegner hier vorbeiläuft quasi, wenn jetzt ein Gegner hier lang laufen würde, ich hoffe mal, ich habe nicht das Falsche jetzt geholt. Das ist eine Mine? Wenn wir halt nicht sehen, wenn ein Gegner reinläuft, ob das eine Mine war oder dieses Verlangsamungsding. Okay, scheint eine Mine zu sein. Eigentlich wollte ich keine Mine haben. Ja, die macht so Laune, weil da kommen manchmal extrem viele Gegner. Und die werden auch mit der Zeit immer stärker. Also mit der Welle. Umso höher die Welle quasi, umso mehr machen sie sich halt die Welle. Okay. Umso mehr schieben sie halt die Welle. Oh, das sind Minen. Okay. Also die Minen kann ich halt quasi hier
Zack. Man hat nur eine Mine, aber würde ich das Ding jetzt quasi auf Level Stufe 2 bringen, dann hätte ich schon quasi zwei Minen zum Werfen. Dann kann ich halt zwei Minen verteilen. So, eins, zwei, wie ihr sehen könnt. So, dann bauen wir hier noch ein Türmchen. Und da. Nein, nicht da. Oder doch da. So, ihr seht, jetzt laufen die Gegner nicht sofort von da nach da, sondern müssten hier halt quasi den Weg entlang laufen. Von Action ziehen. Und noch drei kann ich legen. Dann überlege ich, die laufen dann hier lang. Da will ich nicht, dass die lang laufen. Ich will. Ja, ich will, dass die erstmal hier lang laufen. Dass die noch hier so eine Runde laufen, will ich auf jeden Fall so. Seht schon, das habe ich alles erbaut. Das ist relativ cool. So. Starten. Da, ihr seht schon, die Gegner halten ein bisschen mehr aus. Wenn ich treffen würde, würden sie auch sterben. Das sind so Dinger, die kotzen, ne? Die schieben. Und der darf ich hier gerade steigen. Ja. Auch gefährlich. Bei manchen, wenn man stirbt, wird man quasi auch wieder aufgebaut nach 9 Sekunden. Bei manchen Wellen. Ist es nicht der Fall, wenn es bis die Welle vorbei ist, dann wird man wieder aufgebaut. Ihr seht schon, die Gegner halten schon ein bisschen mehr aus. Wir sind gerade mal bei Welle 4 oder so, oder? Da hat man geschützt und platt gemacht. So, und dann bauen wir mal hier direkt noch so ein Ding auf. Und hier. Oh, jetzt habe ich zwei solche aufgebaut. Ja, dann baue ich mal. Ja. Hier. Bauen wir mal hier so Laser-Ding. Spums. Und so, jetzt kann ich wieder fünf Dinger verteilen. Okay, das might work. Und ja. Nein, die brauchst du nicht aufbauen. Jetzt laufen die Gegner so. Tower here, tower there. Und jetzt kann ich hier nichts mehr verbauen. So, dann wollen wir mal starten. Ja. Jetzt kommen Glühbirnchen, Männchen oder wie die Dinger heißen. Ja, die Glühbirnchen treffen wieder angesagt. Okay, drei Schüsse und alle drei Dinger, was muss sein. Also ihr seht auch, ich wechsle die Waffe, weil wenn du die Waffe wechselst, lädt die andere automatisch im Hintergrund auf. Dann habe ich keine Ladezeit quasi. Sonst würde ich jetzt hier quasi hängen und nachladen, bla bla bla. Und könnte ich dann erschießen, aber ich schieße die Waffe quasi leer, wechsle zur nächsten Waffe, schieße die leer, wechsle und schieße die quasi leer. Und jetzt könnte man den Typ sterben. Ja, ich das noch eine. Alle guten Dinge sind drei, würde ich davon sagen. Bonus. So, jetzt machen wir mal hier mit Armin. Verteilen. Wie gesagt, die Level 2. Jetzt kann ich eigentlich zwei Minen verteilen. Weil das Ding Level 2 ist. Und dann bauen wir mal hier nicht die, sondern die hier auf Level 2. Zack, Grums. So, und dann tun wir noch die restlichen Punkte hier rein. Jetzt könnte ich noch vier Dinger bauen quasi mit diesen Dingern, aber naja, man kann auch quasi nicht den Weg versperren komplett. Also es geht nicht. Man kann den Gegner nicht den Weg komplett versperren. Das ist nicht. Und die Gegner haben auch so rote Stellen. Wenn man die da trifft, dann ist der Schuss quasi kritisch. Und dann kriegt die Gegner quasi mehr Damage.
gibt es auch gewisse Gegner, die kannst du halt nur an verschiedenen Stellen treffen. Also wie zum Beispiel den, da unten mache ich kaum Damage, aber wenn ich hier oben schieße, dann kann ich das schon richtig ordentlich machen. Ihr seht auch, guck mal, wie der Blitz hier rüber geht zu dem anderen. Habt ihr das gesehen? Da habe ich mit einem Schuss quasi beide getroffen. Und der Schuss verteilt sich so schön. Jetzt latscht er auf meine Mine und zerplatzt. So, das wäre die erste Mission. Man kriegt fleißig EP. Also EP für die Punkte und man kann sich auch verschiedene Dinge hereinstellen. Dann sind die Gegner quasi stärker, wie zum Beispiel, dass die schneller kommen und stärker sind und so Quark. Jetzt gehen wir auch weiter. So, jetzt haben wir sogar Mitspieler. Das ist sehr gut. Gehen wir direkt mal in Level 3. Okay. Die wollte ich mal austauschen. Ich wollte nicht die nehmen, ich wollte die hier haben. So. So. Also ich hoffe mal, der Kollege pennt hier nicht. Und haut ein bisschen mal rein, ne? Und verschwendet nicht unsere Zeit. Was das Coole auch in dem Spiel ist, wenn man hier quasi schreibt, hey, was geht, dann kommt eine Stimme. Hört mal. Habt ihr es gehört? Dann liest das quasi auch noch vor, so wie den. Ey, jetzt geht der Typ mir auf den Keks, Alter. Entweder der baut jetzt was oder ich kick den. Okay, Kollege, du willst nicht, dann fliegst du halt. Okay, er baut da eigentlich. Ready when you are. Warte, ich wollte noch hier kurz noch das Ding hier aufbauen. This should hurt a bit. All set. Ja, der Typ braucht mir echt Ewigkeiten, ne? Das ist ein HD-Verschnitt, ne? Na komm, hau rein. Also diese Mine ist zum Beispiel die verlangsamt so. Die Gegner laufen sie halt quasi langsamer dadurch. Und mit mehreren macht es natürlich Spaß, aber wenn also eine Knalltüte drin ist, die nichts macht, dann hält sie quasi nur ein Ohr. Kann ich mir endlich aufbauen. Das bringt mir eigentlich nichts. Was macht denn der Typ da? Also der baut nach meiner Meinung richtig Kacke da. Aber lass ihn machen. Dann baue ich mal hin, tue ich mal. Punkte rein und Punkte. Jetzt drückt doch Mensch Enter, ne? Right, here we go. Piss up, don't worry. Ihr seht schon, da wird manchmal richtig Blitze ab. Da kommen da richtig viele Gegner weg. Jetzt kommen die Gegner auch nämlich von hier. Tower hier, Tower there.
Not enough tower bases. Jetzt habe ich keine Türme mehr, weil der Typ da alles darauf gebaut hat. Ne? Ich bin auf den Keks, der Typ. Okay, this might work. Not enough tower bases. Okay, let's go. Also ihr seht schon, wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich verlangsamt. Und die Dinge auch. So, der hält schon ordentlich was aus. Ah, da wollen sie mich grad killen, ey. Aber ich hab nur... Kommt schon wieder der nächste. Bloß nicht schießen, Kollege, ne? Jetzt brauche ich mir hier auch noch ein Türmchen. Tower hier, Tower there. Drück da ein paar Punkte und drück Enter. Bei gewissen Wellen läuft auch eine Zeit runter, hat man ein Zeitlimit, um zu bauen, quasi, etc. Und ja. Wenn der Typ mal reinhauen will, nervt. Drück da Enter. Jetzt kommen quasi die von hier und von da drüben kommen, oder? Ich kümmere mich um die hier. Ich hoffe, mein Kollege, der nicht Enter drückt, kümmert sich um die andere. Zerpasst du. Gut. Also, ihr seht, manchmal kommen so rote Zahlen, dann treffe ich die kritisch quasi an der roten mittleren Stelle. Und wenn ich jetzt den hier am Arsch treffen würde, oder dritte Zunge, dann würde ich den auch quasi kritisch treffen. Das ist cool. Oh, dann kann ich auch langsamer schießen. Und ich bin nämlich auch verlangsamt. Schauen, was der Kollege macht. Der hat es geschafft. Sehr gut. So, dann baue ich mir hier Türmchen auf. Aber den will ich hier ein bisschen. Oh, verdammt. Ich habe Punkte genommen. So, ich bin fertig. Was macht. Oh, was macht denn der schon wieder, ey? Der kann unendlich Klötze bauen. Ne? Bringt doch nichts mehr, Alter. Oh, bau bei dir drüben, Mann. Du Hexe, geh rüber, Alter. Drück Enter. Ich will Enter zeigen. Ja, du springst hier. Rund. Wow, nein, ich hänge direkt. Was sind die geplatzt? Ich hab schon die nächste. Ja, der nächste, die nächste. Komm. Die hauen schon ordentlich rein, oder? Und man kann das Ganze auch quasi mit unendlich Wellen spielen. Dann kommen sie quasi unendlich. Jetzt ist natürlich 6 von 6. Quasi jetzt kommt die letzte Welle. Und dann nutze ich das und verbessere mal hier meine Waffe. Damit sie mehr Damage macht. So. Ready when you are. Also, mir persönlich macht das Spiel
Haufen Spaß, weil fürs kleine Geld. Und von der Grafik ist es eigentlich auch ganz schön okay. Also ist es nicht der Battlefield oder so. Ne, aber man kann es spielen. Und vor allem mit Freunden macht es auf jeden Fall richtig Laune, wenn man dann mit denen quatscht und sich hier quasi sagt, ich mach die Seite, du machst die Seite und ich brauch da Hilfe, lass mal da was aufbauen, da so einen Weg bauen. Also auf jeden Fall, wenn man sich da verständigen kann, dann macht das auf jeden Fall extrem Bock. Also bei mir sind keine Gegner mehr, bei ihm auch nicht. Doch bei ihm kommen wieder welche. Hier ist er. Das war's. Am Anfang ist es noch relativ einfach so, weil das sind ja auch die ersten Level, da ist man gerade mal Level 3 oder so, keine Ahnung, da hat man auch nicht so viele Waffen freigeschaltet. Ich bin ja schon Level 17, zwar auch nicht so hoch, aber ja. Es geht, ne? So, jetzt machen wir Level 4. Ich bin wenigstens alleine wieder hier. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Und nicht so ein Spinner, der mich halt stört. So. Okay. Akzeptieren. So. Können wir wieder bauen. So, die Gegner kommen hierher. Und ich weiß, dass von da auch nachher welche kommen. So, wie mache ich das am besten? Also ich weiß, dass die von hier irgendwo herkommen. Von da oder von... ja, von hier. Bin ich mal hier. Tower hier, Tower da. Okay, this might work. Ich habe das Level schon gespielt, deswegen weiß ich ungefähr, wie die Gegner werden kommen. Nachher kommen die von da und dann werden die sofort da drinnen. Und von da meine ich, kommen sie auch. Okay, wollen wir starten. Right, here we go. Jetzt sind wir noch auf easy. Lass meinen Typen holen. Boom. Reloading. So, jetzt können wir wieder hier bauen. This should hurt. Ja, das kommen wir von da, verflucht. Soll ich den nicht über? Wie viele habe ich denn? 9. Tower here, tower there. Okay, this might work. Ich will nicht irgendwie alle zusammenbinden, dass die nachher einen Weg laufen, nicht dass die da mir durch 20 Wege laufen können. Ich hätte mir einen Turm umbauen sollen. Okay, ist schon vorbei. Langsam muss ich das Loch hier zumachen, sonst wird es gefährlich. Tower hier, Tower there. Also wie mache ich das jetzt am besten? Ich lasse die dahin laufen.
Dann drehe ich da und dann nehme ich so. Dann lasse ich die S hier so laufen. Dann so. Na, ich lasse die erstmal hier. Nach da oben. Not enough tower bases. So, und jetzt baue ich mir hier so ein Geschütz auf. This should hurt a bit. Und dann hier noch eins. Dann power ich die beide mal auf Level 2. So, wir sind auf Level 2 und dann können wir schon mal starten. The looms are on their way. Na, von drüben. Da kommen. Also so zwischendurch, das Spiel ist richtig cool. Ich hoffe, zwischendurch kann man sowas echt relativ gut zocken, oder? Kommen die wieder von da? Die waren auf Null. Kommen sie. Das Blöde ist, ich bin auf dem Radar blau. Und ich bin extrem viel blau. We're clear. Und ich sehe dich gerade nicht. So, dann. Dann machen wir uns hier noch ein paar Minen. Aber die tue ich noch dahin. So, jetzt komme ich hier weiter rauf. Cool. Jetzt muss ich hier weiter rauf. Ja, da kriege ich meine Leute damit er da verflucht. Hier hin. Kommen die Zigeuner. Ich muss mal aufpassen, ich komme so nicht von überall langgelaufen. Da muss man schon auch so gut sein, dass nicht irgendwie einer durchkriegt. Die Dinger machen, also kommt auf die Züge laufen und explodieren. Da kann die Katze nutzen. Und geschützt den Kalt gemacht. Wer kommen die? Ah, hier noch mehr. Okay. Dann war ich klasse. Nase. Und wollen einen zerstören. Bitte lassen wir nicht mit uns machen. Dann bauen wir das hier ein. Tower hier, Tower there. Also ich will Kollegen entnervt oder sowas von mir. Jetzt stehen die dir genau da, dass ich das nicht erbauen kann, oder was? Ja, gut. Okay, this might work. Das war schon da gut, dann. Auf jeden Fall. Ich mach den dritten. Tue ich auch hier hin. Dann habe ich hier eine schöne Verlangsamung gesprungen. Und dann drücken wir noch Enter. Und schauen wir, ob wir weiterkommen. Alleine ist das nicht meistens nicht so leicht, aber hier kommen schon so ein Dicker, das ist gefährlich.
Dann kann man zum Beispiel hier nur von hinten treffen. Und bei ihm war relativ schnell zurück. Ich bin selber gerade gewundert, wie wahrscheinlich, weil meine zwei Geschütze da mal gut getroffen haben. Wieso? Wenn das Geschütz einmal richtig bangt, dann fliegen die Spot drüber. Okay, ich werde. Oh, ich bin jetzt da. Was sind welche durch den Fahrrad gesehen? Ich schneide da nicht rein. Das war richtig. Oh, nein, noch ein letzter. Blau. Von vorne tut mir kein Damage zu viel. Da kommen noch Problem da ist. Jetzt bin ich hier. Er ist gleich tot. Oh, ich baue jetzt hier noch so einen Geschützturm auf. So. Wie viel braucht der 300? Der braucht 200. Dann baue ich den hier. Was? Habe ich falsch geguckt wahrscheinlich, hä? Ja. So, ich kann noch 6 bauen. Dann lasse ich die mal hier sliden. Okay? This should hurt a bit. Jetzt hier. Not enough tower bases. Dann mache ich auch gleich, dass er so läuft. Ja. Bisschen verkackt, aber naja. Kann ich immer alles super machen, ne? Woher kommen die? Geht's denn auf den Flugzeug, da lässt du durchlaufen. Nein, noch mal. Wow. Scheiße, 2 Waffen noch mal. Ich wette, ich hab den einen Schuss immer gelassen. Ja. Ansonsten drücken sie aber auf die Hölle. So werden die schon nötig. Wir haben 3 Schwerter. Ich muss mich in die Kuh nehmen. Dann bin ich hier nicht. Ist er durchgekommen? Nein. Ich glaube, ich mache mir hier noch so ein Verlangsamungskit. Wie viel habe ich denn? 300. Das Kit kostet mich. So, jetzt habe ich 180, mache ich den einmal hier offen. Und dann, ja, ich brauche das, falls die hier durchlaufen, warte. Falls die hier durch, nicht zu nah an dem einen. Hier mache ich auch noch einen. Oh, ich hatte noch ein paar Türme zum Auto. Kann ich nicht. Nein, kann ich mal nicht machen. Verdammt. Komm, das ist dicker. Kommen wir nicht schon. Ja,
komm, so. Oh. Wir sind abgehauen, hast du Typen so geschwankt. Oh mein Gott. Guckt euch doch mal, wie viele da kommen. Das sind zu viele, ich werde überrannt. Ich werde überrannt. Ich bin der Elfen und mir. Alter, Falter, ey. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Leute. So viele. Da ist schon einer, glaube ich, durchgekommen. Ja, da ist er. Ist gestorben. Kommt zurück, ihr Schweine. Ja, dreht er sich um, gibt er mir eine. Ja. Komm, ich komme, Scheiße. Wie viel Schuss habe ich? Okay, wo kommen noch welche? Wo? Ja. Scheiße. Boah, das war aber knapp langsam, ne? Ich glaube, ich bastel mir hier noch. Hier so Tower hier, Tower there. Hm. Na, hoffentlich. Da kommen Dings raus. Man kann auch hier immer sehen, wo was rauskommt, quasi. Da kommen so. Ich sehe das nicht von hier. Da kommt ein. Dicke. Da kommen 7 Spucker, 20 kleine. Da kommen 6 Läufer. Das kann ich nicht erkennen, was es ist. Aber toi toi toi, Alter. Komm zurück. Alle weg. Na komm, ich schon. Boah, was ist das denn? Abendboss. Wenn ich den platt mache, dann ist es vorbei. Ich muss das hier auf die Kleinen abgehauen. Die Kleinen. Der große Boss macht alles kaputt, wie gesagt. Aber er ist auch gleich platt. Komm schon. Also, wir haben das schon platt gemacht. Sehr schön. Der hat da nicht so viel kaputt gemacht, so dass die sowieso hier lang müssen. Sehr schön. Und ihr seht, es können auch so richtig fette Viecher kommen. Und die ranken auch nicht auf. Die machen dann auch heute Sachen kaputt. Jo. Also, für ein paar Groschen, mit ein paar Freunden zu zocken, ist das Spiel richtig cool, oder nicht? Was meint ihr? Ja. Also mir persönlich gefällt das Spiel gut. Ist abwechslungsreich quasi von den Maps her. Aber sonst eigentlich ist es immer eigentlich dasselbe. Aber man kann halt quasi variieren. Man kann sich die Maps gestalten, so wo der Gegner her langlaufen muss. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ich würde euch empfehlen, euch das zu kaufen. Falls ihr ein paar Freunde habt, zockt das mit ihm. Macht auf jeden Fall Laune. Man kann das bis zu 4 zu 4 zocken. Und macht auf jeden Fall Laune, ja. Ich denke mal, das war es auch mit meinen kleinen Tests oder angezockt quasi und von Sanctum 2. Das könnt ihr auf jeden Fall in Steam runterladen. Manchmal gab es ein Angebot, dann kostet das irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder so, keine Ahnung, je nachdem, was das für ein Angebot bei Steam ist. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck dazu gewähren zu dem Spiel und einen kleinen Kaufgrund oder sonst was. Jedenfalls, wenn ihr auf sowas steht, holt es euch, ladet es euch runter in Steam und ja, von mir einen halber Daumen nach oben, da es ein cooles Spiel ist und alleine, entschuldigt, ich muss da rübsen, alleine macht es zwar Spaß, aber mit mehreren Freunden ist es super eigentlich, wie jedes Spiel. Jedes Spiel macht mit mehreren Leuten auf jeden Fall mehr Spaß. Deshalb danke ich fürs Zusehen und wie immer auf Wiederschauen, reingehauen, abonnieren nicht vergessen und auf Wiederschauen.